Wenn in Praunheim die Sonne untergeht. Nimm das Tempo. 1, 2, 3. Am Rande von Frankfurt am Main liegt der Stadtteil Praunheim, der mein Leben beeinflusst hat. Aus Dankbarkeit gab ich mir später den Künstlernamen Rosa von Praunheim. Wenn in Praunheim die Zukunft beginnt, wenn ein Zwerg auf einem Esel reitet, hier malte ich wilde Bilder. Hallo? Mein Name ist von Praunheim, ich habe hier mal gewohnt. In der Mitte, da hatte ich mir dahinter so ein Bettchen gebaut und ich habe gemalt, wild gemalt. In der Einsamkeit von Praunheim träumte ich davon, ein großer Künstler zu werden. Mein erstes Buch mit Zeichnungen und Gedichten nannte ich »Männer, Rauschgift und der Tod«. Rosa, kennst du mich noch? Ich überlege. Das ist Jahrzehnte her. Wir haben ein Hörspiel zusammen gemacht. Peter Liermann. Ja. Die Hölle hat nur eine Tür. Wie kam denn der Rosa von Praunheim darauf, jetzt mit der Madeleine Lorey, einer Kriminalreporterin aus Frankfurt, einen Film zu drehen? Ja Gott, der ist ein Genie. Wir haben gewartet. Wie schön, wie schön. Toll, Sie sehen ja gut aus. Ich habe noch zwei Hefte gefunden von Ihnen, deutsche Aufsätze. Darf ich mal gucken? Sie können das. Wahnsinn. Staatliches Wöhler-Gymnasium, Holger Mischwitzki, Deutsch, Klassenarbeiten. Und ich weiß noch, dass Sie nicht wussten, gebe ich ihm eine 1 oder eine 6. Frankfurt war die undeutscheste Stadt, die offenste, toleranteste Stadt, die man sich in Deutschland damals vorstellen konnte. Und zwar hatte ich eine ganz wunderbare Frau kennengelernt, hier in Offenbach. Und dann habe ich mich in ihre Mutter verliebt. Und das war eigentlich eine meiner wichtigsten Beziehungen in meinem Leben bis zu ihrem Tod. Ja, ist auch schön, am Ende des Lebens, erst meines Lebens, zu sehen, wie großartig diese Freundschaft war. In Praunheim hat alles angefangen und Praunheim wird bis zu meinem Tode in meinem Herzen bleiben. Wenn in Praunheim die Sonne untergeht und am Leben der Stadt und ich bin deine Blume rot. Danke Praunheim.